Lauschen, ja, hinschauen, wahrnehmen und den Raum sich geben für Wahrnehmung. Urteile zurückhalten über den anderen oder die andere. Ganz wichtiger Punkt, ja. Wenn wir Inklusion richtig verstehen, hätten wir keine Etiketten mehr. Dann haben wir nicht das Kind mit dem Down-Syndrom oder so. Wobei diese ganzen Begriffe verändern sich ja. Dann haben wir auch nicht den Körperbehinderten oder die Blinde, sondern haben wir nur Menschen. Und die haben ganz unterschiedliche Bedingungen. Also die Attribuierung, das heißt die Reduktion eines Menschen auf ein spezifisches Merkmal, ist schon mal grundlegend falsch.